davon hat. Gut, dann wieder Mammapfel. Ich muss so ein paar Fragen einbringen, die von irgendwelchen Usern kommen. Spielst du Shooter? Wenn ja, welche? Ich spiele Shooter, so ziemlich alle, alles was halt Hand und Fuß hat, ne? Ich kann mal eben schauen, was ich jetzt hier so drauf habe. Okay, fangen wir mal an. Call of Duty Black Ops, Counter-Strike, Counter-Strike Condition Zero, Counter-Strike Source, Call of Duty Modern Warfare 2, Day of Defeat Source, Half-Life 2 Deathmatch, Half-Life Metro 2033, jetzt muss ich aus meinem Steam rausgehen und woanders weitersuchen. Mal schauen, hier ist noch ein Großteil Activision, Call of Duty 4, Crisis, Crisis Wars, Crisis Warhead. Nein, das nicht. Irrational Games, nein. Microsoft Games, nein. MTA, Phenomenia, nein. Rockstar, Grand Theft Auto, ziehen wir vielleicht dazu. Ich weiß es nicht, ob man es Ich dazu glaube zieht. ja. Ach nee, ich dachte schon, eben Steam wäre wieder online. Klasse, das funktioniert heute irgendwie nicht. Ja, also wenn wir GTA dazu zählen, dann spiele ich auch noch die ganzen GTA-Teile. Best Game Ever, was ist das? Audio Surf. Fallout New Vegas zähle ich jetzt mal nicht dazu. Battlefield 2 noch. Mal schauen, was haben wir hier noch? MTA San Andreas, Rockstar Games ist Episodes, bla bla. Alpha Protokoll zähle ich jetzt auch nicht dazu. 4. Puh, Far Cry 2. Unreal Tournament 3. Und das war's. Boah, das ist einiges, also. Das ist einiges, ja, ich weiß. Ja. Aber also aktiv, sagen wir es jetzt mal so, aktiv spiele ich Counter-Strike und Counter-Strike Source. Aber du hast Black Ops. Ich Das habe interessiert Black mich. Ops. Ja. Du spielst es nicht. Das Ich interessiert spiele mich. es schon, aber sagen wir es so, der Singleplayer war zu kurz, den hatte ich in 5 Stunden durch und Ja. der Multiplayer ist noch nicht ausgereift. Das stimmt so wohl. Gut, dann auch sehr oft gefragt, wie bist du zu Minecraft gekommen? Was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann mal ein Video von Minecraft gesehen. Wie ich auf dieses Video gekommen bin, weiß ich nicht. Ich muss mal eben schauen, ob ich gerade eben das Video finde. Da kann ich euch auch sagen, von wem das ist, damit ihr den alle fleißig abonnieren könnt oder so. Lasst uns spielen Minecraft, war das Ganze, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, von Cybot Kommentar. oder so weiter. Cybot oder so ähnlich. Link auch in den Kommentaren rein. Habe ich zufällig ein Video gefunden, weil ich einfach mal so Let's Plays durchgeschaut habe. Hallo, liebe Und Zuschauer. ja, der hat halt Minecraft gespielt. Habe ich mir das angeschaut, habe ich gesagt, ja, hey, toll, das ist doch ganz gut. Hab's mir mal geholt. Fand's auch Wahnsinn. Habe ich halt gespielt. Später hat's mir dann Das war ein wahrscheinlich Abonnent mehr Feuchtes oder weniger legal gekauft. wie man es getrennt Große an Teil Termi alias Verrückter 123. Anfang. Ja. Genau. Und genau, dann die So. nächste Frage haben wir eigentlich schon geklärt. Was spielst du privat? Was spiele? Ja, Counter-Strike und Counter-Strike Source. Ja, genau. Dann, welchen Mob hast du am meisten? Ich sage Mob, nicht nur Gegner, sondern Mob. So, kommt drauf an, Singleplayer oder Multiplayer? Beides? Eigentlich wurscht, Okay, ja. sagen wir es so, Singleplayer, es ist eindeutig das Skelett. Das Skelett schockt mich immer sowas von, wenn ich irgendwo um die Ecke komme und dann steht da so ein scheiß Skelett und bäm. Das hasse ich einfach, das kann ich nicht ab. Aber, was ganz okay. Also was im Multiplayer mich halt angekotzt hat bis vor kurzem, waren eindeutig die Hühner, weil die Hühner haben immer so bescheuert rumgegackert. Man konnte sie nicht töten und dann sind sie auch noch im Boden festgesteckt und haben blöd rumgegackert bis zum geht nicht mehr. Ja, Kannst du da mir hat, sicher glaube ich, aber ein zustimmen? Zug vorausgesagt. Jetzt kann man sie immerhin abschalten. Ja. Und töten kann man sie eventuell jetzt auch schon. So, genau, dann, was ist mit zukünftigen Projekten? Also, was kommt so?
Was kommt so? Ich weiß es persönlich noch nicht. Ich tendiere seit langer Zeit dazu, irgendwann mal ein Freedom Fortress versus the Third Reich hochzuladen. Das war auch meine erste Idee, die ich hatte eigentlich. Googelt das Ganze mal, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Und dazu wollte ich eigentlich mal ganz gut, ganz gerne Let's Play machen. Könnte aber auch sein, dass ich irgendwas anderes mache. Kommt halt drauf an, wenn, ob jetzt was Neues kommt. Ich glaube, Super Meat Boy. Stimmt, das kann ich ja nebenher mal so runterladen. Wollte ich mal spielen, zum anspielen zumindest, und dann entscheiden, ob ich das als Let's Play mache. Googelt das auch, wenn ihr wissen wollt, was es ist. Fragen diesbezüglich, was ist das, werde ich nicht beantworten. Genau. Ja. Lustig aus. Super Meat Boy. Aber schmerzhaft, ja. Ja, es ist nicht so schwer, das zu finden. Gibt es auf YouTube einen, da gibt es irgendwelche Videos. Gut, dann als nächstes. Genau, undefinierbar. Kategorisation undefinierbar von. Oh, wow, ich werde gerufen. Ja, aber mal. Hä? Oh Gott, ich habe Besuch. Ja, dann machen wir das noch schnell fertig. Gut. Undefinierbar und zwar Multiferes. Bist du noch da? Ja, ich bin schon da. Gut. Und jetzt kommt was Tiefsinniges. Könnte Halloween etwas mit einer Masturbationsschwäche zu tun haben? Oh mein Gott. Die tiefsinnigen Fragen fangen an. Ich sage ja, aber ich weiß nicht warum. Hey. Du sagst ja. Aber ich weiß nicht warum. Begründe? Ach, ich muss es begründen. Ja, dann sage ich nein. Wow, Ja. wow, wow. Das war gerade ein Trailer. Dann sage ich nein. Warum? Weil es absolut sinnlos ist. Dann oder Fragen gibt es ja auch noch viel. Also, was ist schöner, schwarz oder weiß? Weiß. Kartoffelsalat oder Thunfischpizza? Ich mag beides. Ja. Das ist schwer. Ja, Thunfischpizza, ne? Du hörst doch eh nichts. Nein, ja, wenig. So, ja, das war's. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich noch was. 1000 Abo Special, da haben wir doch was. Finde ich gerade noch eine Frage eventuell. Ja, könntest du mal, nee, wie heißt du? Warum schmatzt du so oft? Ach, warum schwatze ich so oft? Das lag an meinem Mikro. Das war falsch eingestellt und ziemlich überempfindlich. Und das ganze Schmatzen, es war eigentlich kein Schmatzen, es war nur Schlucken. So. Und genau, was auch sehr oft gefragt, wirst du dich jemals zeigen? Habe ich eigentlich schon vor. Also ich meine, doch, werde ich schon, aber ich habe halt bisher noch keine Webcam gekauft und ja, deshalb habe ich mich noch nicht gezeigt. Okay, genau, dann haben wir auch noch. Spielen wir Minecraft zusammen? Von hier beliebigen Abonnenten einfügen. Weil das haben so ziemlich alle gefragt. Dazu möchte ich ganz kurz sagen, ich find's toll, dass ihr mit mir Minecraft spielen wollt, aber nein, danke. Ich habe auch beschlossen, keine Abonnenten mehr auf Skype hinzuzufügen, weil es halt oft genug dann in dieses immer gleiche Fragen ausartete und ja, es hat mich halt ein bisschen aufgeregt. Also Ja. ist nicht böse gemeint oder so. Würden Sie selber verstehen, wenn Sie Let's Playen würden? Ja, Mhm, du toll. verstehst das. Ich vor allem mit meinen 240 Abonnenten Ja, oder so. 240 Abonnenten, da hat's angefangen, glaube ich. So Okay. langsam. Also ohne das Ja. böse zu meinen. Ich krieg das auch so mit 236 Cent. Ja, das war's eigentlich wieder. Ja. Mal genug. Also ich denke, so die meisten Ja. Fragen sind geklärt. War gut. Also, ja. Dann eine Sache noch. Nur damit jemand ein bisschen Ruhe gibt. Also es regt mich halt jetzt ein bisschen auf. Mr. Marki878 möchte unbedingt erwähnt werden. Er sucht etwas Aufmerksamkeit, schreibt ihm alle Kommentare unter das Profil oder ähnliches. Ja, genau. Wollte ich nur gesagt haben. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß mit deinem Besuch und so. Ja, mich hoch. Frauen wieder. Das, Ja, Frauen, Freundin oder wie? ja. Nee, aber Frauen trotzdem. Meine Schwester und
irgendeine Freundin von mir und ach, das wird Ach wieder so. schön. Ja, viel Spaß noch, ne? Ja. Und ja, dann sage ich, das war's auch schon wieder fürs 1000-Abo-Special und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.